Einen schönen guten Tag. Sehen Sie hier das neue und für Sie optimierte Bedienmanual vom iTalk 24 in der Version 2.0. Das Manual vom iTalk 24 ist jetzt viel kleiner geworden, beinhaltet aber immer noch alle wesentlichen Funktionen auf der Startseite, die Sie hier übersichtlich und auf einen Blick erfassen können. Angefangen von den vier Hauptbuttons Rekord und Pause, indem Sie die Aufnahme starten oder unterbrechen können, der Stop-Button zum Abbrechen der Aufnahme, der Play-Button, um sich die Aufnahme noch einmal anzuhören und wenn alles in Ordnung ist, der Upload, um Ihre Sprachnachricht hochzuladen und direkt nach dem Hochladen den Link zu Ihrer Sprachnachricht in den Zwischenspeicher zu kopieren. Die Optionen, die es vorher in der Fußleiste beim iTalk 24 gab, sind jetzt auf die rechte Seite gewandert. Das heißt, Sie können hier auswählen, ob der von Ihnen als Nachrichtentext eingegebene Text mit dem Link zusammen in den Zwischenspeicher kopiert wird. Das passiert, wenn Sie hier dementsprechend die Option Text anwählen. Wenn Sie die abwählen, ist nur der Link im Zwischenspeicher. Darüber hinaus können Sie die Notizen anwählen, das heißt, Sie können vor dem Hochladen jeder Nachricht für das Archiv einen Empfängernamen und eine kurze Notiz zuweisen. Wenn Sie damit arbeiten, können Sie auch die Hörbestätigung wählen, das heißt, Sie bekommen eine E-Mail, sobald diese Sprachnachricht vom Empfänger abgerufen wurde. Auch das können Sie hier an- und abwählen, allerdings nur in Verbindung mit den Notizen. Darunter ist noch das Datum, das heißt, wenn Sie für einzelne Sprachnachrichten das Aufnahmedatum und die Aufnahmeuhrzeit ausblenden möchten, dann klicken Sie die Option Datum an und dort wird es dementsprechend dem Empfänger nicht angezeigt, wann Ihre Nachricht aufgenommen wurde. Ja, darunter haben wir noch den Button Vorschau. Das heißt, nachdem Sie eine Nachricht hochgeladen haben, können Sie mit einem Klick auf den Vorschau-Button sich die Nachricht einmal aus der Empfängeransicht anschauen und natürlich auch anhören. Darunter ist nochmal der Button Link kopieren. Hiermit können Sie die letzte hochgeladene Nachricht, also den Link dazu und gegebenenfalls auch den Text, wenn Sie wie hier jetzt oben die Option Text angewählt haben, noch einmal in den Zwischenspeicher kopieren. Ja, daneben haben wir nochmal die Auswahl der Vorlagen. Vorher hieß es hier Template. Jetzt ist es Vorlage genannt. Hier können Sie also einfach aufklappen. Hier sind jetzt bei mir vier Vorlagen aktiv. Ich kann jederzeit eine dieser Vorlagen auswählen. Zum Beispiel für einen Geburtstagsgruß habe ich eine extra Vorlage. iTalk zeigt mir kurz an, dass sie gewechselt wurde. Und schon kann ich mit dem Geburtstagsvorlage dementsprechend jetzt sofort die nächste Nachricht aufnehmen. Daneben haben Sie noch die Anzeige des aktiven Mikrofones. Hier bekommen Sie angezeigt, über welches Mikrofon iTalk 24 Ihre Sprachnachrichten aufnimmt. Das ist immer das Mikrofon, was bei Ihnen bei Windows in den Soundeinstellungen als Standardmikrofon ausgewählt wurde. Ganz oben in der Titelleiste finden Sie noch den Aufruf der Optionen und Einstellungen, daneben das MP3-Archiv und daneben den Link zur Hilfeseite. Daneben haben wir noch den kleinen Pfeil nach unten, das heißt, es gibt weiterhin ein noch kleineres Manual zum iTalk 24. Klicken Sie jetzt einmal hier rauf, dann öffnet sich iTalk 24 in einem ganz kleinen Manual und Sie haben nur noch die wesentlichen Funktionen Rekordpause, Stopp, Play und Upload Ihrer Nachricht. Ihnen weiterhin viel Freude und viel Erfolg mit dem iTalk 24.